damit. Keine Ahnung. Ich glaube, ich auf jeden Fall nicht wunderschönen guten Abend. Hallo Stefan. Das riecht ganz toll. Hallo, hier ist der Stefan von Angels Share Whisky. Und heute beschäftigt uns die Frage, was ist Single Malt Whiskys? Auf verschiedenen Plattformen liest man immer verschiedene Sachen, was unter Single Malt alles geführt wird. Und ich möchte für euch heute mal so eine kleine Erklärung bringen, ein bisschen Erklärbär spielen, was ist Single Malt? Single Malt setzt sich erstmal aus zwei Wörtern zusammen, also Single für eins und das meint im Regelfall eine Distille. Das heißt, eine Brennerei und Malt steht für Melzen, in dem Fall gemälztes Getreide. Allerdings muss man sagen, nicht jedes gemälzte Getreide ist überall auf der Welt auch zuständig für Single Malt Whisky. Woran liegt das? Wir haben in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche unterschiedliche Auffassung, was Single Malt Whisky ist. Und seit 2009 haben wir die strengsten Regularien für Single Malt Whisky in Schottland. Und so müssen wir Single Malt Whisky unterscheiden. Einmal in die Region Schottland, weil Whisky ist ein Gattungsbegriff. Also überall auf der Welt kann heute Whisky hergestellt werden und eben auch Single Malt Whisky. Und einmal habe ich hier den RDW, den Rest der Welt. In Schottland muss Single Malt Whisky zwingend aus gemälzter Gerste bestehen. Im Rest der Welt reicht es, gemälztes Getreide zu haben. Schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Puni Distillerie in Italien. Puni verwendet eben drei verschiedene Getreidearten für ihren Whisky. Und trotz alledem ist es in Italien ein Single Malt Whisky. In Schottland wäre das nicht. In Schottland geht nur gemälzte Gerste für die Herstellung als Grundlage. Des Weiteren brauchen wir Wasser, wir brauchen Hefe, das ist bei der Herstellung immer gleich. Für Single Malt sollte der Whisky aus einer Distille stammen. Auch das ist im Rest der Welt wie in Schottland gleich. Dann haben wir aber wieder eine Unterscheidung, nämlich die Lagerung im Eichenfass. In Schottland ist tatsächlich nur das Eichenfass für die Lagerung von Single Malt Whisky zugelassen. Im Rest der Welt, unter anderem auch in Deutschland, habe ich schon gesehen, Kastanienfässer sind zum Beispiel möglich und, oder Kirschfässer auch. Wie gesagt, in Schottland zwingend das Eichenfass. Und dann haben wir den hauptsächlichen Unterschied bei der Herstellung von Single Malt Whisky im Vergleich von Schottland zum Rest der Welt. Und das klassische Brennverfahren in Schottland, nämlich das Potstill-Verfahren. Potstill-Verfahren heißt, wir haben eine Rohbrandblase und wir haben eine Feinbrandblase. Im Britischen ist es so, eine Washstill, das ist die Rohbrandblase, und eine Spiritstill, das ist die Feinbrandblase. Die sollten aus dickwandigem Kupfer bestehen und nur dann darf sich in Schottland der Whisky eben auch Single Malt Whisky nennen. Vorausgesetzt ist, dass wir eine Lagerzeit von mindestens 3 Jahren haben und dass der Whisky zum Schluss mindestens 40 Volumenprozent aufweist. Also Lagerung im Eichenfass, Lagerung im Holzfass, Potstillverfahren, Pot- und oder Kolonnenstillverfahren für den Rest der Welt. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel Deutschland anschauen, die meisten Whiskys, die wir hier als Single Malt Whisky bezeichnen, sind in Obstbrennblasen oder kontinuierlichen Brennblasen, also in Kolonnendistillen, destilliert. In Schottland wären das Crane Whiskys. Im Rest der Welt sind das eben Single Malt Whiskys, weil gemälzte Gerste eine Distille, aber das Brennverfahren ist eben nicht das klassische Potstillverfahren. Schauen wir uns das mal an, in ein paar Beispielen, die das ein bisschen verdeutlichen sollen. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Whiskys an der Tafel, die alle sehr, sehr ähnlich sind. Also wir haben im Beispiel 1 einen Whisky, der ist aus einer Distille.
Der ist gelagert im Eichenfass, der hat 46 Volumenprozent. Die Basis ist gemälzte Gerste. Er ist in dem Fall 8 Jahre gelagert und er ist gebrannt auf Potstills. Das heißt, in Schottland wäre es ein Single Malt Whisky bei genauerer Betrachtung und im Rest der Welt wäre es ebenfalls ein Single Malt Whisky. Schauen wir uns den Whisky 2 an und der ist, unterscheidet sich nur durch eine Sache, der ist auf einer Kolonnendistille gebrannt und dann wäre er in Schottland ein Single Crane und im Rest der Welt ein Single Malt Whisky. Ihr seht also, man darf das Thema Single Crane nicht verteufeln, denn auch Single Crane Whisky kann sehr, sehr gut sein. Oftmals ist es so, wenn wir keinen Single Malt vor uns haben, sondern ein Single Crane, dass auch andere Getreide genommen werden und. Aber es kann auch nur die pure Unterscheidung sein, dass wir einfach ein anderes Brennverfahren haben. Deshalb in Schottland zwingend für einen Single Malt eine Distille, gemälzte Gerste, mindestens 3 Jahre gelagert, Lagerung nur im Eichenfass und Brennen nur im Potstill. Vielleicht haben wir euch das Thema damit ein bisschen näher gebracht. Sollte es Fragen geben, schreibt das uns unten in das Video und dann werden wir auf alle Fragen zu Single Malt Whisky eingehen. Wir werden in den nächsten Videos nochmal drauf eingehen, was für Fassgrößen gibt es, was für Lagerungen, was für Eichenarten und so weiter. Ja, bleibt dran und vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Stefan. Bis denn. Wunderschönen guten Abend. Hallo Stefan. Ganz toll.